Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar haben wir heute mal CPU-Luftkühler. Wir haben ja ansonsten Wasserkühlung. Ich dachte mir, machen wir mal Luftkühler. Das hat nämlich auch einen besonderen Grund. Ich dachte mir so, wenn du diesen Kontakt zu Endorfi hast, dann kannst du die auch mal fragen nach dem Fortus 5 ARGB, um den geht es unter anderem heute, und den Spartan 5 Max ARGB, auch beides nochmal als Non-ARGB-Variante. Und zwar, weil Dubaro die Teile anbietet im Konfigurator. Ich habe die schon öfters gesehen und da dachte ich mir, ja, schreibst du die mal an und testest die Teile mal, weil wir haben ja hier den 12700K und der kann ja ordentlich Abwärme entwickeln, genauso auch wie die 13000er Generation von Intel. Und da würde es doch mal passen, wenn wir die testen. Das Geile ist, ihr seht, ich habe 4 Stück, wir testen ja nur 2. Ich werde in beiden Fällen die ARGB-Variante nehmen, werde euch den schwarzen aber auch nochmal zeigen, dass ihr ungefähr einen Eindruck habt, wie die Teile aussehen. Und dann könnt ihr einen davon gewinnen. Welchen ihr davon dann nehmt, ist mir relativ egal. Also ich werde 2 Stück verlosen. Das heißt für euch, ihr könnt euch dann aussuchen, wollt ihr den schwarzen oder die ARGB-Variante haben. Sehr wahrscheinlich wird die ARGB-Variante weggehen, aber das ist mir herzlich egal. Was ihr dazu tun müsst, ihr wisst es ja schon, schreibt einfach einen Kommentar, ein bisschen ausführlicher, wenn es geht. Nicht einfach so, ich will gewinnen oder sowas. Die werden auch gelöscht, ne? Nur mal so als Tipp. Aber wirklich diese ausführlichen Kommentare, die haben dann wirklich eine Möglichkeit, hier auch dann mit teilzunehmen. Beziehungsweise die werden nicht gelöscht, aber die kommen dann einfach nicht mit in diesen Pool rein. Ich werde das dann wie immer so 1-2 Wochen später bei mir im Livestream auf Twitch auflösen, werde aber natürlich in den Kommentaren bei YouTube auch nochmal Bescheid sagen. Und bitte fallt nicht auf diese Bots herein, sobald ich Review in den Titel reinschreibe, dann kommen wieder diese Telegram-Dinger, dann sagen die, hier, schreib mich auf Telegram an, du hast gewonnen. Nee, ist Quatsch. Wartet einfach, bis ich wirklich schreibe, kontrolliert es, klickt auf den Namen, dann kommt ihr auf meinen Kanal, dann wisst ihr Bescheid. Da würde ich mal sagen, gar nicht so lange schnacken. Wir werden die Dinger jetzt mal testen. Wie gesagt, in beiden Fällen die ARGB-Variante. Die schwarze zeige ich euch dann und dann legen wir mal los. Hier hätten wir als erstes den Spartan 5 Max ARGB. Die Verpackung relativ simpel, also wirklich nur dieser Karton. Aber das kennt man halt von Endorfi auch so. Hier sieht man dann auch ARGB Lightning, Fluctus Fan, Direct Touch Heat Pipes und 6 Jahre Garantie. Natürlich, was soll daran kaputt gehen? Kann nur der Lüfter sein. Aber ist schon mal geil, dass man 6 Jahre Garantie hat, falls das Lager vom Lüfter mal irgendwann rasselt oder so. Auf der Rückseite haben wir dann noch die Specs, also der kann wohl angeblich 180 Watt TDP, das werden wir gleich sehen, weil der 12700K kann sich auf jeden Fall einiges reinpfeifen. Mal gucken, ob der auch laut wird, wir werden auch die Lautstärke testen. Dann sieht man hier halt Fanspeed, also die Geschwindigkeit des Lüfters, 250 bis 1500 Umdrehungen plus minus 10%. Dann haben wir hier ganz normales 5 Volt ARGB, bedeutet für euch, ihr könnt es mit eurer gängigen Mainboard-Software einfach steuern, weil eigentlich MSI, Asus und so weiter auch eine Software dann mitliefert, wird über diesen 3 Pin dann realisiert. Und was die Sockel angeht, haben wir wirklich die aktuellen AMD-Sockel und auch die aktuellen Intel-Sockel. Da wird eigentlich so ziemlich alles abgedeckt. Natürlich könnt ihr das Teil jetzt nicht auf dem Threadripper draufknallen, aber für die ganz normalen Prozessoren, die eigentlich auch bei jedem Fertig-PC-Hersteller vorkommen, reicht das Ding eigentlich aus. Zumindest von der Montagemöglichkeit. Von der Temperaturgeschichte, das werden wir noch sehen. Und dann haben wir hier auf der Seite einfach nur noch irgendwelche Werbetexte, aber das ist völlig uninteressant. Und da begrüßt uns auch direkt die Anleitung. Jetzt habt ihr auch schon mal eine Idee, wie das Teil dann hinterher aussieht, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist. Dann schmeißen wir mal das Styropor hier raus. Und hier kommt uns auch schon der CPU-Kühler so ein bisschen entgegen. Da unten haben wir dieses ganze Montagematerial. Gehen wir gleich drauf ein. Bei dem Kühler ist die Wärmeleitpaste voraufgetragen. Leider keine Spritze dabei. Das bedeutet für euch, wenn ihr den einmal montiert habt und dann vielleicht den Prozessor tauscht oder irgendwas noch umstellen wollt, müsstet ihr euch vielleicht eine Tube Wärmeleitpaste noch irgendwo besorgen. Es sei denn, es ist noch eine im Karton, was ich aber nicht glaube, aber ich schaue gleich nochmal rein. Hier haben wir den ganz normalen PWM-Stromstecker und dann haben wir hier noch einen 5 Volt ARGB-Anschluss, wie eben schon gesagt, aber als Splitter-Variante, wenn ihr dann noch irgendwie 3 weitere Gehäuselüfter drin habt, die in der gleichen Farbe leuchten sollen wie der dann hier, dann funktioniert das über dieses Splitterkabel. Hier unten haben wir dann noch 4 Heatpipes, das ist ganz okay für so einen CPU-Kühler. Man sieht hier an diesen Schellen schon, dass das für AM4 und auch AM5 gedacht sein soll, weil das dann einfach nur an diesen Kunststoffnasen vom Mainboard festgemacht wird oder an diesen Brackets. Und vom Design her nichts Besonderes, so ein bisschen gezacktes Blech, hat auf jeden Fall viel Kühlfläche, werden wir aber gleich noch sehen. Und das ist dann das, wo ihr die ganze Zeit drauf starrt, also das Endorfi-Logo mit einer Kunststoffabdeckung. Ich finde, andere Hersteller haben irgendwie schönere Designs. Aber der ist jetzt auch nicht sonderlich teuer. Ich schaue gleich nochmal die Preise nach. Das ist schon ein ziemlich günstiger Kühler. Da kann man so viel auch nicht erwarten, was das Design angeht. Und wir wollen ja Kühlleistung. Ich hole dann jetzt nochmal den Non-ARGB aus der Kiste raus. Hier auch wieder die ganz normale Anleitung. Und der sieht dann einfach so aus. Also einfach Non-ARGB. Ich kann sie jetzt nochmal nebeneinander halten, dann kriegt er da ungefähr eine Idee. Einen Moment. So. Hier haben wir den anderen. Der leuchtet dann natürlich, ne? Ist klar. Aber ihr seht, in Schwarz sieht er eigentlich auch ganz okay aus. Ist auch das gleiche von den Heatpipes und der Wärmeleitpaste her, ist einfach nur ein anderer Lüfter drauf.
Was das Zubehör angeht, das ist natürlich auch bei beiden gleich. Da haben wir einfach nur noch so eine Art Backplate, die ist aus Kunststoff. Also ich finde, aus Metall wäre sie jetzt besser. Ich denke, das ist für Intel. Und dann haben wir hier noch so Kunststoffeinsätze und diese Schrauben dabei. Wir schauen uns das mal an. Ich habe mir auch gerade noch mal die tagesaktuellen Preise rangeholt. Also der hier, der kostet so roundabout 24 Euro und der als Non-ARGB-Variante kostet 17 Euro. Und wie auch eben schon erwähnt, wie ich es mir dachte, für AMD werden einfach nur diese Flügelbleche auf diese Brackets draufgeklemmt. Dann ist das Thema auch schon erledigt mit der Montage. Und das hier ist tatsächlich sehr interessant. Das ist gar keine Backplate, sondern die wird von oben auf das Mainboard draufgedrückt und dann kommen diese Kunststoffeinsätze da rein. Und dann von oben diese schwarzen, ja, Steckschrauben, wie auch immer man die nennen darf. Und das war's dann schon. Mehr ist da nicht bei. Das ist einfach nur noch hier Safety Instruction in allen möglichen Sprachen, aber ja, dann probieren wir das mal aus. Das Mainboard hier, das ist ein Gigabyte B760, tut aber nicht viel zur Sache. Mit dem 12700K und da packen wir den jetzt drauf. Also ich bin jetzt echt irgendwie verblüfft, wie das funktionieren soll. Ich glaube, ich muss wirklich das Teil auf eine Testbench stellen. Also ich habe mir das Ganze jetzt hier auf eine Testbench draufgepackt und jetzt werde ich diese Zubehörteile erstmal hier rausholen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so gut erkennen kann. Hier sieht man, der untere Bereich ist für alles mit Generation 11.5X, egal welche Nummer dann dahinter kommt. Und hier oben steht 1.7XX, also für die 1700er Sockel, das ist ja hier so einer. Das bedeutet, diese Kunststoffteile müssen nach außen gesteckt werden. Die haben hier so kleine Flügelchen, ich mache das mal gerade ohne Kamera. Genau, dann werden die jetzt hier so reingesteckt, dass diese kleinen Kunststoffflügelchen in die äußere Reihe gehen. Das mache ich jetzt mit allen Vieren. Und jetzt haben wir alle vier Stück drin. Dann habt ihr hier so kleine Nasen und wenn man die dann zusammendrückt, wie das gleich passiert, wenn man das hier in die Löcher reinsteckt beim Mainboard, dann halten die von alleine. Dann werden noch diese Stege oben reingesteckt, dass die auseinandergedrückt werden, dann war es das. Also die Art und Weise der Montage ist für einen Systemintegrator bestimmt geil, weil geht schnell, man braucht nicht hinter dem Mainboard rumschrauben und so. Für euch als Endkunden ist das schon lästig, finde ich. Wir werden es gleich sehen. Wir werden den Kühler auch wieder abnehmen und dann mal schauen, wie einfach das geht. Ob es reicht, dass wir diese Stifte dann einfach wieder rausziehen und dieses Teil rausnehmen. Oder ob wir dann wirklich hinter das Mainboard müssen und mit einer Zange diese kleinen Flügelchen hier zusammendrücken müssen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Montageart, weiß ich nicht, Anfang 2000. Und jetzt kommt der Gag. Habe ich gerade noch gesehen, hier sind so Halteflügel. Das ist wie bei AMD. Also bei AMD geht es wahrscheinlich deutlich einfacher. Aber hier sind einfach diese Halteflügelchen dran, wo dann bei dem Kühler diese Blechnasen reingehen. Also die haben einfach AMD adaptiert und wollen das jetzt so festgemacht haben. Na gut, dann stecken wir den ganzen Bums jetzt mal hier rein. So, müssen wir mal schauen, wie es passt. Zack, 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 zack. Ja, für einen Systemintegrator bestimmt geil, für euch als Endkunden weiß ich nicht. Ich habe den gerade nochmal rausgenommen, das hat auch einen Grund. Und zwar hier auf diesen Nasen ist auch nochmal abgebildet, für welchen Sockel das ist. Hier steht jetzt 1700 und hier steht 1200 und halt die Nummern, die danach kommen. 1.2XX sage ich jetzt mal. Wenn man den Kühler dann darauf montieren möchte, muss man natürlich darauf achten, dass der so steht. Und dementsprechend müssen wir die Nummer 1700 nach unten hin zeigen lassen. Ja, jetzt stecken wir noch diese Haltenasen da rein, dass die Teile nicht wieder rauskommen. Also eins verspreche ich euch, die da wieder rauszuholen, wird richtig Cancer sein. Die werden einfach nur reingesteckt und dann halten die. Da müsst ihr dann mit einer Zange dran und die wieder rausziehen. Oder von hinten halt drücken. Hier nochmal ein Blick auf die Wärmeleitpaste und den setzen wir dann jetzt sozusagen, ja, wie rum machen wir ihn? Wahrscheinlich so und dann einfach da drauf und dann kommen diese Haltenasen da drunter. Die Seite ist übrigens mit so einer Schraube versehen, dass man die dann festspannen kann. Deswegen fange ich jetzt hiermit an und setze die dann hier vorne in diese Nase rein. Ey, ich sag euch, man kriegt zu viel mit dem Teil. Ich wollte ihn gerade da reinsetzen. Der Spannungswandlerkühler deckt das hier sozusagen ab. Ich komme da jetzt nicht so richtig dran. Jetzt muss ich das Teil da wieder rausholen. Oh nee. Ich könnte diese Fails natürlich jetzt einfach rausschneiden oder so, aber wisst ihr was, ich lasse die wirklich drin. Weil das sind so Sachen, die müsst ihr wissen. Dass, wenn ihr das Teil wirklich mal dann kauft und es montieren wollt und kommt in diese Situation, die könnt ihr einfach direkt vermeiden. Ja, das ist jetzt das Thema, das Ding da wieder raus. Ja, perfekt. Alter, muss ich mit einer Zange da rausholen. Ey, ist das nervig. So, jetzt haben wir den so angesetzt, um das nochmal zu erklären. Hier ist ja diese Nase und da ist der Spannungswandlerkühler und das hat das sozusagen abgedeckt. Jetzt versuche ich, das ist wieder so eine Bastelei hier, den Kühler da reinzusetzen, dann das Ding reinzusetzen und den dann festzumachen. Oh je. So, jetzt habe ich den da schon mal drin
Jetzt drücke ich die ganze Nummer schon mal auf dem Board fest. Und jetzt stecke ich diese Kunststoffdinger nach. Das funktioniert aber immerhin schon mal. So, jetzt sitzt er natürlich schief da drauf. Dann müssen wir den jetzt runterdrücken. Und dann diese Metallnase auch noch festmachen. Ja, der sitzt jetzt fest auf dem Prozessor. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Das war jetzt nämlich doch ein bisschen schwieriger. Und jetzt drehen wir den hier noch fest, dass er auch wirklich den richtigen Anpressdruck hat. Nicht, dass jemand sagt, ich hätte den lose gehabt und dadurch stimmen die Temperaturen nicht. Also der ist jetzt wirklich bombenfest. Hier ist auch der Beweis. Also der geht nirgendwo mehr hin. So, und jetzt stecken wir den ganz normalen PWM-Anschluss hier auf CPU-Fan. Und bei dem Board ist dieser ARGB-Anschluss direkt daneben. Ist bei den meisten Boards, manchmal ist er auch hier irgendwo, aber ja, den stecke ich jetzt auch da drauf. Und dann würde ich mal sagen, sind wir schon bereit zum Testen. Das hier wäre jetzt soweit der Aufbau. Der Kühler ist montiert, wir haben alles angeschlossen. Die Beleuchtung, ja, ist jetzt noch normal orange, kann man aber später noch ändern, mit zum Beispiel mit RGB Fusion. Ist ja jetzt ein Gigabyte-Board in dem Fall. Und hier haben wir wieder HW Info und Cinebench und den lassen wir jetzt wieder schön im Zeitraffer mal hochlaufen und schauen mal, wie die Temperaturen sind. Auch hier unten die maximale Leistung, die er sich ziehen darf, 4095 Watt, die wird er natürlich niemals ziehen. Aber ich bin gespannt, ob der das packt und wir werden natürlich auch nochmal irgendwie einen Lautstärketest machen mit dem Dezibel-Messgerät. Hier nochmal kurz zu den Daten, die jetzt für uns wichtig sind. Einmal natürlich hier die CPU-Gesamtleistungsaufnahme und die Temperatur. Und hier oben könnte man noch den Takt beobachten, klar. Aber Temperatur ist jetzt schon mal wichtig. Zur Erinnerung, der Kühler soll 180 Watt wegkühlen können laut Endorfile. Das testen wir jetzt mit dem Cinebench Multicore Run. Wir sehen jetzt hier auch direkt zu Beginn, fast 200 Watt zieht sie sich rein. Er ist schon bei 83 Grad und das wird auch noch wärmer und auch lauter. Okay, ich bin ganz ehrlich zu euch, das wundert mich jetzt echt hart. Also irgendwie, klar, er war an der Grenze, ne? Er hatte seine 93 Grad und so, also was heißt an der Grenze? Das ist ja schon sehr, sehr heiß, klar, aber wir haben 21.348 Punkte, hier hängt auch noch Internet dran, HW Info lief und so weiter. Laut CPU Monkey soll er 22.800 schaffen. Ja, er ist mit 180 Watt angegeben und der hat sich hier 190 gezogen und der hat den echt gehalten. Ja, es ist jetzt sehr, sehr dunkel, weil ich halt die Monitoraufnahme hier die ganze Zeit hatte, aber es ist wirklich das System mit dem Kühler. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der den schafft. Vor allen Dingen, weil er sich 190 zieht und der Kühler halt mit 180 angegeben ist. Und was die Lautstärke angeht, ich dachte mir so, Alter, Da kommt nichts bei rum an Lautstärke. Und ich habe das Dezibel-Messgerät geholt, der war also unter 30 Dezibel, weil das Messgerät fängt erst ab 30 Dezibel an zu messen. Der ist so krass leise. Ich meine, ich kann jetzt gerne nochmal ein Cinebench anmachen und dann mein Rode daneben halten, wenn ihr das wollt. Aber ja, wisst ihr was, damit ihr es mir glaubt, ich mache es wirklich jetzt nochmal. Ich mache jetzt nochmal den Multicore hier, mache ich nochmal an. Und dann nochmal HW-Info, dann gucken wir, dass er auf der Temperatur ist. Und dann halte ich das Rode einfach da dran. So, jetzt sind wir hier bei 92 Grad. Hier läuft er. Ich habe hier das Mikro. Also, ist halt echt, es ist erstaunlich leise. Gut, klar, 1500 Umdrehungen Maximum, was soll dabei rumkommen, aber krass. Ich meine, wir sprechen hier von einem 24-Euro Luftkühler. Klar, es ist ein offener Aufbau, ganz, ganz wichtig. Im Gehäuse kann das wieder etwas anders sein. Aber so schafft er das wirklich. Wir haben übrigens so circa 20 Grad hier im Raum. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass der das, ja, dass der das so packt. Krass. Oder kann der andere ja nur besser werden, den wir gleich testen. Ey, ganz ehrlich, jetzt mache ich hier gerade RGB Fusion auf und er erkennt den einfach nicht. Das ist aber irgendwie eine Macke vom Board. Ich probiere es mal über einen anderen Anschluss. Okay, das ist jetzt witzig. Der macht Rainbow, sobald ihr den Stecker abklemmt. Der hat gerade einfach angefangen, Rainbow zu machen. Jetzt brauche ich keine Software runterladen, geht auch so. Jetzt habt ihr halt alle Farben einmal. Klar, man kann das vielleicht sogar mit Signal-RGB noch ein bisschen anders ansteuern. Aber der stellt um auf Mainboard, sobald er das hier drüber so erkennt. Ansonsten hat der automatisch Rainbow. Ist natürlich cool für die Leute, die ein Mainboard haben, was so einen Anschluss noch nicht hat. Oder vielleicht sogar nur 12 Volt RGB-Anschluss oder so. Einfach weglassen, Rainbow habt ihr auf jeden Fall.
Und ja, dieser Anschluss, der ist Hotplug-fähig, den können wir jetzt auch direkt nochmal draufsetzen. Seht ihr? Orange. Mache ich ab. Rainbow. Stecken wieder dran. Orange. Wieder ab. Rainbow. Das ist ja witzig. Also ich würde wirklich sagen, Test bestanden. Montage für den Arsch. Ey, sagen wir es so, wirklich so wie es ist. Ja, die Montage geht gar nicht. Aber wenn man das System einmal hat und dann nicht mehr dran rumbastelt, er funktioniert, er ist leise, er kühlt einen 12.700K unlimitiert. Normalerweise limitiert er sich nach ein paar Sekunden, ich glaube 56 Sekunden sind es, auf 125 Watt runter. Hier ist er völlig offen und selbst das schafft er und das wirklich mit einer sehr geringen Lautstärke. Das Teil kostet 24 Euro, in Schwarz 17 Euro und der Schwarze wird nicht anders sein. Also hätte ich nicht gedacht. Ja, also geile Sache. Und den bauen wir jetzt wieder ab und dann packen wir den Fortis 5 mal drauf. Der ist nämlich noch ein Ticken größer und dann testen wir den auch mal. Ich messe euch aber eben noch die Höhe. Wenn wir vom Mainboard unten messen, sind wir bei ungefähr 150 mm. Ja, das ist okay. Passt in jedes Gehäuse rein, läuft. So, und jetzt wären wir beim Fortis 5 ARGB. Hier steht auch einfach nur drauf, No Compromise ARGB Lightning, also normale Beleuchtung, Silent Performance. Das hat der Spartan 5 eben schon bewiesen. Flaktus Fan war eben genauso, 6 Jahre auch das gleiche. Und der hat jetzt hauptsächlich eine TDP von 220 Watt, ist auch ein bisschen schwerer, bringt aber auch ganz normal für so ziemlich alle Sockel alles mit, was man so an Montagematerial benötigt. Ich hoffe einfach nur, dass es bei dem nicht genauso komisch ist wie bei dem Spartan 5. Also den da eben wieder rauszuholen, es war schrecklich. Was wir hier aber auch sehen, der eine Kühler eben hatte 1500 Umdrehungen, war trotzdem kaum zu hören. Hier sind es 1400 plus minus 10%. Oh, da ist ein Kärtchen drin. We are all technology heroes. Ja, tschüss. Hier haben wir auch wieder diese Anleitung. Da seht ihr auch direkt, wie das Teil aussehen wird. Und das sieht mir nach einer vernünftigen Anleitung aus, mit einer vernünftigen Backplate, die scheinbar auch aus Metall ist, weil irgendwo erkenne ich diese Montagemöglichkeit. Zumindest hier dieses Bild hier. Das hatte ich, glaube ich, bei einer Wasserkühlung mal gesehen. Aha, ein Karton mit Montagematerial. Okay, der hier ist schon deutlich größer, deutlich ja, stabiler irgendwie. Hat auch 6 Heatpipes anstatt 4. Also der muss auf jeden Fall bessere Performance bringen als der andere Kühler, wobei der andere auch schon echt gut war, also für die Größe und für den Preis. Und der hat hier oben noch so einen Kunststoffrahmen, der wohl leuchten soll, genauso wie das Logo und das sieht dann quasi so aus. Hier ist auch keine Wärmeleitpaste voraufgetragen, das bedeutet im Umkehrschluss für uns, hier wird sehr wahrscheinlich eine Tube mit Wärmeleitpaste drin sein. Und ja, auch diese Montageart, die kenne ich auch irgendwoher. Das hier ist übrigens der Kühler, der ist auch schon deutlich größer als der andere, hat ganz normal auch hier wieder PWM und ARGB-Anschlüsse mit dabei. Und das ist ein 140er, der andere war deutlich kleiner. Ja, wie ich es vermutet habe, hier ist eine Spritze mit dabei und die ganzen Backplates für verschiedene Sockel. Der unterstützt auch noch ein paar mehr Sockel, aber mit dem anderen Kühler konntet ihr auch die gängigen alle eigentlich montieren, das funktioniert. Hier haben wir auch diese Metall-Backplate, die kennen wir schon von anderen Reviews, von unter anderem, genau, die Navis hatte das. Die Navis 360, F360, die hatte genau diese Montagemöglichkeit. Die Spritze Wärmeleitpaste ist mit am Start. Da ist auch ordentlich viel drin. Ihr seht das hier an diesem Steg. Also da könnt ihr auch bestimmt 3-4 Mal den Kühler runternehmen und wieder draufpacken, wenn ihr das möchtet. Hier ist noch ein Montageframe mit dabei. Das hier sind die Halteklammern für den Lüfter. Und das Teil hier, das kennen wir auch. Das ist dazu gedacht, wenn ihr wirklich keine RGB-Steuerung habt auf eurem Mainboard, dann kommt das hier an den SATA-Strom. Da wird dann der Lüfter angeschlossen und dieses Teil hier wird an den Reset-Knopf von eurem Gehäuse angeschlossen und dann könnt ihr die einzelnen Programme durchstellen. Ich glaube, den baue ich gleich einfach mal spaßeshalber mit ein und werde dann einfach die Kontakte immer wieder kurz schließen mit einem Schraubendreher. Was anderes macht ein Knopf ja auch nicht. Und dann schauen wir uns die einzelnen RGB-Profile mal an. Ansonsten haben wir hier nur noch Rändelschrauben, Abstandshalter liegen noch hier. Der hier ist zum Festziehen von der Backplate, das weiß ich mittlerweile. Dann montieren wir den mal. Das war doch keine Backplate, der zweite hier, sehe ich gerade in der Anleitung. Das ist ein Halterahmen für den Kühler selber. Ihr seht, die Backplate kommt hinten drauf, dann die Rändelschrauben, dann dieser Montagerahmen und dann kommen nochmal Schrauben oben drauf. Das machen wir jetzt mal. Also im Endeffekt haltet ihr jetzt die Backplate von hinten gegen das Mainboard und schraubt dann diese Schrauben drauf und oben ist dann noch ein kleines Gewinde, wo dann die kleine Schraube hinterher durchkommt. Und für die, die das letztes Mal nicht gesehen haben bei der Wasserkühlung, man soll den dafür benutzen, um diese Schrauben dann festzuziehen. Und jetzt haben wir hier diesen Halterahmen und da der Kühler sozusagen so montiert wird, müssen wir dafür sorgen, dass diese Gewindeaufnahmepunkte hier so liegen. So, der ist jetzt auch so weit drauf und dann wollen die einfach nur noch von uns, dass wir diese Schrauben oben drauf drehen.
Und ich muss auch wirklich sagen, dass mir diese Montageart deutlich besser gefällt. Es sieht auch besser aus, klar, man guckt da jetzt nicht so drauf. Es ist stabiler. Natürlich ist es für einen Systemintegrator irgendwie geiler, einfach nur das Teil oben drauf zu stecken, dann ist er fertig damit. Aber das hier ist die elegantere Art. Hier übrigens auch nochmal die Kabel, die hier aus dem Kühler rauskommen. Das ist dann hier oben für diese RGB-Platte gedacht. Jetzt ziehen wir hier die Folie ab. Dann machen wir einen Klecks Wärmeleitpaste hier unten drauf. Und dann setzen wir den so da drauf und dann kommt der Lüfter drauf. Setzen wir also wieder hier so eine kleine Wurst. Und tut euch selbst einen Gefallen, schraubt das immer ein bisschen abwechselnd fest, damit sich die Wärmeleitpaste gut verteilt und ihr da nicht irgendwie eine einseitige Belastung auf den Prozessor drauf gebt. So, der ist jetzt bombenfest, da passiert gar nichts mehr. Jetzt machen wir eben noch den Lüfter drauf. Dazu nehmen wir einfach diese Metallklemmen, die passen hier genau in diese Löcher rein. Und dann packen wir den da drauf und dann spannen wir den fest. Und das ist alles, das machen wir so auf der anderen Seite auch noch. So, der ist jetzt auch fest, passt. Und ich habe hier gerade was gesehen. Und zwar haben wir jetzt hier den ganz normalen PWM-Stecker. Der hat sogar noch einen Splitter mit dran, denn wir bekommen auch noch so einen zweiten Bügel dabei, also insgesamt vier, dass man noch einen zweiten Lüfter, wenn man das möchte, auf die andere Seite packen kann für Push-Pull, wenn man noch einen 140er irgendwie rumliegen hat. Und dann werden die beide gleichzeitig angesteuert über ein Kabel. Ich habe auch gerade noch mal in den Karton geguckt, da ist kein zweiter drin. Nicht, dass ich jetzt nur einen installiere, obwohl irgendwie zwei da rein sollen. Nee, nee, aber dafür ist es schon mal gedacht. Den stecken wir wieder ganz normal auf CPU-Fan. Und jetzt wollten wir ja noch dieses Adapterstück dazwischen schalten, dass wir uns gleich mal die RGB-Effekte anschauen können. Dazu haben wir hier einmal den, der vom Lüfter kommt. Da stecken wir dieses Teil hier ab und packen den sozusagen hier rein von der Deckelplatte, dass die beiden miteinander verbunden sind. Verdrehen könnt ihr die auch nicht, es sind drei Stecker und die sind versetzt angeordnet. Und der eine, der kommt jetzt aufs Mainboard. Nein, der kommt natürlich nicht aufs Mainboard, der kommt hier auf dieses Adapterstück. Jetzt habe ich es gerade angeteasert und mache es trotzdem falsch. So, der kommt hier drauf. Den hier schließen wir gleich am Netzteil an und den werden wir kurz schließen mit dem Schraubendreher. Wie gesagt, wenn ihr einen Reset-Knopf an eurem Gehäuse habt, macht den vom Mainboard ab, steckt den hier drauf und dann könnt ihr die Farbeffekte durchschalten. Das Mainboard, das packe ich jetzt auch wieder auf die Testbench. Das hatte ich demontiert, weil die Testbench hat hinten so eine blöde Öffnung. Da komme ich nicht mit der Backplate dran. Deswegen hatte ich das abgebaut. So, die ganze Nummer läuft auch jetzt schon. Ich habe schon alles eingestellt soweit. Auch hier wieder alles unlimitiert. Cinebench, HW-Info. Und der Kühler ist mit 220 Watt angegeben. Wir hatten ja eben gesehen, 190 macht der Prozessor so, wenn er wirklich unlocked ist. Und ja, dann lasse ich euch jetzt wieder mit 10 Minuten Cinebench alleine im Zeitraffer. Also dieses Ergebnis finde ich jetzt irgendwie interessant. Gut, wir haben mehr Punkte. Ja, er konnte also mehr feuern, wenn man so möchte. Hat man auch an den Wattzahlen gesehen. Der eine hatte sich ein bisschen reduziert, glaube ich, auf 185 Watt hinterher. Hier war er immer über 190. Aber irgendwie kam er hier schon ziemlich hart an die Grenze. Und ich meine, das Teil ist deutlich größer. Lautstärke wieder nicht messbar. Glaubt es mir einfach. Ich halte jetzt nicht nochmal mein Mikrofon da dran. Er ist einfach nicht zu hören. Also schon ein bisschen, aber halt nicht viel. Und bevor jemand denkt, ich hätte irgendwie die Umdrehung beschnitten, nein, der war hier bei 1457, mit 1400 ist er angegeben. Also der ist wirklich da auch angekommen, der ist auf Maximum gelaufen. Also leise ist er wirklich, er kann den 12700K auch kühlen. Man muss immer bedenken, dass das natürlich ein krasser Belastungstest ist, so ein Cinebench. Und realistisch ist es halt eher nicht. Es sei denn, ihr rendert wirklich ein Video, sagen wir so ein 4K-Video, eine halbe Stunde lang, dann ist das schon interessant. Aber zum reinen Zocken reichen beide Kühler. Ich werde aber nicht schlau draus, warum der jetzt, sage ich mal, fast das gleiche Ergebnis hat. Er ist ein bisschen schlechter, hat aber dafür einen höheren Score. Und der Kleine hat das irgendwie auch geschafft. Also der, ich meine, der ist deutlich größer, hat einen größeren Lüfter und so weiter. Ihr hättet natürlich hierbei noch die Möglichkeit für Push-Pull. Könnt ihr noch ein paar Grad rausholen, klar. Aber so stock, wie er ist, wie ich ihn teste, klar, er reicht aus. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich werde da nicht schlau draus. Aber wir testen jetzt mit diesem kleinen Stecker, der hier ist, nochmal eben die RGB-Profile durch. Ich mache das Ganze jetzt einfach im Schnelldurchlauf. Jedes Mal mache ich jetzt so Klick und dann seht ihr ja, was dann kommt.
Und hier haben wir jetzt noch den Standard-Rainbow-Effekt. Das waren jetzt eigentlich alle ein paar da übersprungen, weil mit so einem Schraubendreher ist das natürlich nicht so leicht machbar wie jetzt mit einem Knopf. Aber ich finde den eigentlich recht schick von der Optik her. Aber das müsst ihr für euch entscheiden. Und bevor ich es vergesse, messen wir jetzt auch noch eben die Höhe. Vom Mainboard-Boden bis zum Deckel oben, da sind wir so bei 168, 169 mm. Kommt natürlich auch darauf an, wie ihr den Lüfter befestigt. Den kann man noch ein bisschen runtersetzen oder auch höher setzen, je nachdem, dass er nicht kollidiert mit dem RAM. Aber hier dürfte eigentlich auch nichts passieren. Es sei denn, ihr habt Vierfachbestückung, da könnte es sein, dass er dann da ein bisschen drankommt. Deswegen, den kann man in der Höhe noch verstellen. Der kostet übrigens 54 Euro, der schwarze roundabout 42 Euro. Das sind die Preise, die jetzt bei Geiz halt stehen. Das wechselt natürlich immer so ein bisschen durch, aber dann habt ihr eine grobe Anordnung von den Preisen her. Und bevor ich es jetzt vergesse, hier ist auch nochmal der ganz normale schwarze, der günstigere Kühler. Der Lüfter, der sieht dann genauso aus, der hat halt nur keine Beleuchtung. Dann könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Der ist aber sonst technisch genauso wie die ARGB-Variante. Was bleibt jetzt abschließend zu sagen? Also ich finde es irgendwie erstaunlich, dass der größere Kühler mit einer Angabe von 220 Watt es gerade so schafft, den Prozessor dann kühl zu halten. Und der kleine, der 180 Watt Angabe hat, der schafft es locker. Hat dafür aber einen geringeren Score, weil der Prozessor sich vielleicht ein bisschen runtertaktet. Aber von der Wattleistung her, gut, da waren wir glaube ich bei 185 zu 195 Watt. Aber diese 10 Watt Unterschied, die sollte eigentlich der 220er ganz locker schaffen. Hat mich ein bisschen gewundert. Wir müssen auch noch im Hinterkopf behalten, dass das hier eine offene Testbench ist. Habe ich eben schon gesagt, weiß ich. Aber es ist ganz wichtig, weil in einem geschlossenen Gehäuse, wenn die Grafikkarte von unten noch die Wärme nach oben pustet, sage ich mal, oder abstrahlt, dann werden die Ergebnisse auch noch mal ein bisschen anders. Was ich cool finde bei dem Preispunkt, dass dieser RGB-Switch mit dabei ist, falls euer Mainboard das wirklich nicht kann, ansonsten könnt ihr den natürlich ansteuern über die gängige Mainboard-Software. Und dass er direkt so eine Splitter-Option plus die Halteklammer mitbringt, dass ihr wirklich Push-Pull machen könntet. Dann habt ihr noch ein paar Grad weniger. Jetzt wisst ihr aber ungefähr, wo ihr dran seid. Wenn ihr jetzt bei Dubaro wirklich mal einen PC kauft und die haben dann die zur Auswahl, dann wisst ihr, was ihr nehmen könntet davon. Habt ihr jetzt einen PC zum Beispiel mit einem 13600 oder so, würden die Teile wahrscheinlich auch noch reichen. Kommt immer ganz darauf an, der hier ist jetzt natürlich völlig offen gewesen mit den 4065 Watt oder was das eben war, was wir da eingestellt hatten. Normalerweise regeln die sich sowieso nach 56 Sekunden ungefähr wieder runter. Aber ist halt auch interessant für Leute, die sich eine Card-CPU kaufen und dann dementsprechend vielleicht sogar noch ein bisschen übertakten wollen oder so. Aber da nimmt man, glaube ich, auch andere Kühllösungen für. Aber alles in allem, ich finde die ganz okay. Kann man machen. Und wie gesagt, ihr könnt jeweils einen gewinnen. Also wenn ihr jetzt einen Kommentar schreibt, ich werde zwei Verlosungen machen. Einmal für den Spartan 5 und dann noch für den Fortis 5. Ob ihr dann den schwarzen oder den RGB-beleuchteten haben wollt, das könnt ihr dann entscheiden. In den nächsten zwei Wochen bei mir im Livestream irgendwann. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, einen Kommentar da lasst, was ihr von den Dingern haltet. Und bis dahin auf Wiedersehen und ciao, ciao.